Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Andersen Map Glitch zeigen auf die Maschine. Den finde ich sogar einfacher als die anderen bisher, Leute. Und ihr könnt dort schon in Lorons rein. Als allererstes kauft euch am besten ein Juggernaut, damit ihr ein bisschen mehr Leben habt. Ihr könnt euch auch noch Stimshots nehmen. Dann lasst zwei Zombies über und traint die so hinter euch, damit sie geradeaus auf euch zulaufen. Ihr legt euch dann hier in die Ecke hin, Leute. Haltet die Taste, um nach vorne zu laufen, gedrückt und spammt dann hinlegen. Also ducken, hinlegen, ducken, hinlegen. Ganz schnell, sodass ihr runterfallt. Ich zeige euch das nochmal, Leute. Also, ihr nehmt zwei Zombies und traint die so, dass sie geradeaus auf euch zulaufen. Dann lauft hier zu diesem Flugzeugwrack, zu dieser Kiste. Legt euch hin, haltet die Taste, um nach vorne zu laufen, gedrückt. Und danach spammt einfach ducken und hinlegen ganz schnell, bis ihr hier runterfallt. Dann kriegt ihr einfach so ein bisschen zur Seite und seid hier unter der Map. Hier könnt ihr zum Beispiel an diesem Stein hier gehen, wo ich jetzt mich hinstelle, Leute. Dann trainen die Zombies alle über euch, also versammeln sich über euch. Hier könnt ihr dann auf Kills gehen, ganz easy. Und falls euch die Munition ausgehen sollte, könnt ihr einfach hier unterm Flugzeugwrack euch neue Munition nachkaufen. Wenn ihr keinen Jugger habt und einen Jugger haben wollt, geht einfach hier zur Seite, Leute. Springt hier hoch, dann könnt ihr euch von hier unten auch einen Juggernaut kaufen. Ihr könnt auch noch ganz easy hier den einen Spawn-Glitch benutzen. Da würde ich euch am besten empfehlen, die Giftgas-Wunderwaffe zu nehmen. Ich werde euch ein Video dazu oben verlinken, Leute. Das klappt auf jeden Fall auch noch. Das wäre dann auf jeden Fall die schnellste Methode, um am schnellsten die Runden zu skippen. Ansonsten, Leute, wenn ihr auf Headshots gehen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch, indem ihr einfach unter dem Flugzeug geht. Hier einmal hochspringt und dann stellt ihr euch hier hin, Leute. Wenn ihr das dann gemacht habt, versammeln sich alle Zombies vor euch. Und ihr könnt easy auf Headshots gehen. Jetzt fragt ihr euch, Leute, bestimmt, wenn ich in Lorons darunter gehe, irgendwann macht meine Waffe doch kein Damage. Auch kein Problem. Ihr könnt hier ganz easy wieder raus. Und zwar braucht ihr den Ätherschleier, Leute. Ihr stellt euch dorthin, wo ich bin, hier an diesem Felsen. Und aktiviert euren Ätherschleier. Und ihr geht raus. Nun könnt ihr eure Waffe punchen. Und wenn ihr die dann gepuncht habt, könnt ihr wieder hier unter die Map gehen. Also, ihr legt euch hin, lauft nach vorne, Leute, beim Hinlegen. Und spammt dann ducken und hinlegen. Und ihr seid wieder unter der Map. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und wenn du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao.